Hallo, herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Und zwar zeige ich euch heute, wie man am Ende der fortgeschrittenen Tutorial-Reihe die zwei Schnecken hier erledigt. Das ist gar nicht so einfach, denn ich glaube, man muss das Puzzle auf eine bestimmte Art und Weise lösen. Und das zeige ich euch heute einmal, ja? Das zeige ich euch heute einmal. Was machen wir? Wir werden die billigste Einheit einmal hier hinstellen. Ja, genau, das ist der Hund. Dann werden wir die Schnecke. Warte mal, wir können uns selber einmal hierhin teleportieren. Ah ne, warte mal, wir müssen erst die Schnecke hier hinsetzen. Genau, dann sind die nämlich beide da hinten. Und dann geben wir denen auf jeden Fall auch nochmal einen mit. Ich würde mal sagen, dem geben wir auf jeden Fall einen mit. Bams. Sehr gut. Und alle beide kriegen auch nochmal einen verpasst. Hier mit diesem. Mit der Faust, das ist schon ganz schön ordentlich. Und dann werden wir uns selber in Sicherheit bewegen. So. Und damit wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen was schießen können, werden wir hier nochmal direkt neben uns einen Bogenschützen hinsetzen. Und im Grunde genommen war es das auch schon für Runde 1. Wir haben jetzt ein paar, ihr seht schon. Ja, wir haben eine Einheit erstmal verloren. Das ist schon mal schlecht. Aber so ist das dann wohl mal. Nur die kriegt jetzt leider da so einen Segen ab. Die kriegen auf jeden Fall ein paar Punkte ab. Nee, scheinbar nicht. Schade. So, die Frage ist, ob wir uns jetzt nicht gleich schon mal in Sicherheit bringen. Oder ob wir hier nochmal... Wir müssen nochmal warten, bis wir da zuschlagen können. Also wir können nichts zeichnen. Das heißt, das Einzige, was geht, ist das hier. Und jetzt sehen wir hier den Pfeilhagel nutzen. Oder Spezialattacken. Spezielle AOE-Attacken erlauben es dir, mehrere Gegner auf einmal anzugreifen. Du fügst einzelnen Zielen keinen extra Schaden zu, jedoch kannst du zwei oder mehr Untiere auf einmal attackieren. Das ist doch schon mal gut. Wir werden diese Dinger hier nehmen und versuchen, den einen hier links auszuschalten. Ja, den linken haben wir schon mal. Bams. Und der andere hat einfach ein bisschen, naja, ein bisschen viel Schaden bekommen. Das ist, hoppala, mitunter vielleicht ein kleines Problemchen. Hoppala, super, da bin ich ganz kurz mal rausgedingst. Hoffentlich hat man das in der Aufnahme gesehen. So, jetzt werde ich nämlich mit meinem König erstmal mich verziehen. Ja. Ja. Und ich glaube, das war's dann auch schon, oder? Nee, warte mal, wir können den hier... Könnt ihr nochmal einen zurücksetzen? Geht das? Nee, warte mal, das geht nicht. Wir könnten den nur nehmen... Ich glaube, das lassen wir einfach mal. Wir kriegen einfach dann... Jetzt kommt der näher ran und... Kapitel 3. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das hinhaut. Die Schnecke wird sich jetzt den hier schnappen. Ja, das ist ein Problem. Und jetzt müssen wir den hier irgendwie erledigen. Und das machen wir jetzt folgendermaßen, indem wir jetzt hier eine Position... Also wir stehen dahin. So. Und jetzt schieben wir einfach die Schnecke in den Abgrund. Tschüss, Schnecke. Und damit haben wir das Spiel gewonnen. Und es gibt eine Errungenschaft. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen, dieses kleine Rätsel hier zu lösen. Alles Weitere seht ihr in einem nächsten Teil. Könnt ihr gerne mal sagen, wie euch das winzig kleine Video gefallen hat zum Tutorial, zur letzten Mission der beiden Schnecken im Tutorial-Modus. Vielen Dank, bis fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüssing.